Hallo Leute und willkommen zurück zu Assassin's Creed Brotherhood. Bei meinem letzten Mal ein bisschen in der Main Story weitergemacht und noch einen Borgia-Turm befreit. Und ähnliches haben wir heute vor. Und ja. Wie viel Geld hast du, wandelnde Leiche? Jetzt, Brüder! Okay, the fuck war das? Sehr weird. Ich muss mir unterwegs bei einem Arzt halt machen und Ezios. Ja, ich weiß, da ist ein Romulus versteckt, wo ich noch nicht war. Die frischesten, kräftigsten Ringe. So. Er kommt wieder zu mir, wenn der Arm schwarz wird. Hi, hi! Hör! So. Andiamo! Hier ist eine Bank, da kann ich gleich das Geld abheben. Wunderbar. Wer kann ein wenig Goldkrokat schon wieder stehen? So, der Pfeilhagel ist wieder verfügbar. Ganz wunderbar. Ich glaube, ich sollte mich auch besser in Form halten. So. Bringt mir eine dieser albernen Rüstungen. Ihr werdet keine tragen. Was? Das gehört zu meinem Plan. Ihr habt euch ergeben und wir bringen euch zum Baron. Ah ja. Und dann? Eure Männer greifen auf mein Zeichen an. Bene, zieht euer Kostüm an. Der Morgengraut. Geht in Formation! Trojanisches Pferd. Vor Sonnenaufgang mit dem verkleideten Söldner die Festung am Castra Pretoria erreichen. Alle französischen Truppen an den Posten auf dem Weg eliminieren, bevor sie Alarm auslösen können. Volle Synchronisation, kein Quadrat der Gesundheitsanzeige verlieren. Die waren damals hart nervig und unkreativ. So. Ja, es gibt noch nicht viel Neues zu erzählen, weil ich jetzt halt ganz viele gewaltige Aufnahmesessions hintereinander gemacht habe, um bis zum Wochenende, also bis zum nächsten Wochenende, bis zur nächsten Aufnahmesessions genügend, ja, habe. Wir stehen hinter euch, Signore. Wir müssen dem Weg der Patrouille folgen. Wenn wir abweichen, wissen die Männer des Barons, dass etwas nicht stimmt. Der Baron glaubt, Cesare lässt die Franzosen über Italien herrschen. Geblendet von dem bisschen königlichen Blut in seinen Adern, sieht er den Wald vor lauter Bäumen nicht. Was immer der Franzose glaubt, Cesare will selbst König sein. Holt euch meinen Sud aus Gemahl! Hä? Wir
müssen dem Weg der Patrouille folgen. Ja, Schnauze, Digga. Wissen die Männer des Barons, dass etwas nicht stimmt. Der Baron glaubt, Cesare lässt die Franzosen bringt über Italien herrschen. Geblendet von dem bittigen königlichen Blut in seinen Adern, sieht er den Wald vor lauter Bäume nicht. What the fuck? Alter, ist das anstrengend. Wir müssen dem Weg der Patrouille folgen. Schnauze. Wenn wir abweichen, wissen die Männer des Barons, dass etwas nicht stimmt. Der Baron glaubt, Cesare lässt die Franzosen über Italien herrschen. Geblendet von dem bittigen königlichen Blut in seinen Adern. Weitere Truppen vor uns. Der Plan ist brillant, aber ich mag solcherlei Kniffe nicht. Ich glaube an saubere Kämpfe, in denen der Beste gewinnt. Cesare und der Baron bevorzugen einen anderen Stil. Es wird der Tag kommen, da Männer sich nicht länger knechten. Und an diesem Tage sehen wir, wozu die Menschheit wirklich in der Lage ist. Das kommt mir bekannt vor. Das hat euer Vater. Darum kümmere ich mich. Schoßhunde der Borgia! Euer Herr ist der Teufel selbst! Oh. Diese Madonna beschütze mich! Hilfe! Assassine! Desynchronisiert. Aha, und warum? Ich hab den nur umgemurkst. Hä? Lange bevor er Bartholomew Söldner entdecken konnte. Und deswegen respawn ich jetzt auch. Was? Ich habe Grafen, Prinz. Das macht keinen Sinn. Nun, euer Geld also ist wirklich so viel wert wie jedes andere. Meine Armbrustbolzen zurückbekommen. Erledigt sie, bevor sie angreifen. Hab ich schon. Sind alle tot. Der Pfeilhagel ist ready. Er ist nichts für dich. Que venez-vous faire ici? Mes soldats conduisent le capitaine italien à son excellence, le baron. Il veut se rendre. Et qui me dit que vous êtes des nôtres? Vive la France! C'est bon, ouvrez! Ihr könnt Französisch? Es gab ein paar Französinnen in Firenze. Ah, oh, ich finde die,
Ich finde das Lore immer noch wunderbar, warum Ezio Französisch spricht. Regardez-le, il a honte de ce qu'il est. General Dalviano, anscheinend habt ihr ein Ansehen. Lass den Unfug! Gib mein Weib frei! Welch Anmaßung von einem Mann ohne einen Titel im Namen. Mein Name ist sein Geld wert. Deiner dagegen ist nur gefälscht. Comment osez-vous? Glaubst du, ein Heer zu führen, macht dich schon zum Edelmann? Edel ist es, an der Seite des Heeres zu kämpfen. Nicht eine Frau zu entführen, um der Schlacht zu entgehen. Lass dir Glocken wachsen und gib mein Weib frei. Ihr Wilden lernt es nie. Deswegen immer Pfeilhagel. Nehmt das Dach! Au revoir. Den Baron de Valois überwältigen und eliminieren. Vor der Synchronisation weniger als 5 Minuten brauchen. Zack. Alter, dass sie genau in dem Moment hinter dem Baum verschwunden ist, ey. Come on. Diese Mission dauert Ewigkeiten, ey. Ist das anstrengend. Nerv nicht. Da ist ein Borgia-Banner noch, aha. Warum hat er keine Entdeckungsanzeige? Okay.
Kinders. Why? Der hat mich nicht gesehen. Why? Warum hat das den offenen Kampf mit allen eröffnet? Jetzt habe ich auch meine Assassinsignale verloren, oder was? Jetzt habe ich das so einfach. Er ist mir bekannt. Ich wollte es nicht so stupid machen. Ich wollte nur Respekt. Respekt wird verdient, nicht vererbt oder verkauft. Vielleicht habt ihr recht. Ich brauche mehr Zeit. Che tu sia pari nella morte, requiescat in pace. Penthesilea! Verlass mich nie wieder. Ohne dich war ich verloren. Wirklich? Aber du hast mich doch gerettet. Ezio hatte einen brillanten Einfall. Hatte ich nicht. Es war die Idee eures Mannes. War es? Du bist mein Prinz. Den Titel muss ich mir verdienen. Wirst du? Hab Dank. Sequence expanded. Cool. Werden wir jetzt zu Desmond zurückgeschmissen, oder? Werden wir nicht. Der Schlüssel zur Burg, Sequenz 7. Zwischen nicht. Reise so niedrig. Nee. Nicht genügend Geld. Okay. Mir eure Freunde. The fuck?
ihr den Verstand verloren? Wo ist das Problem? Er ist verrückt geworden. Momentchen. So. Ah, da ist das Geld. Andiamo. Ah, jetzt geht es zu La Volpe. So. Ich glaub's ja. Buongiorno, Ezio. Es ist Zeit, Lucretias Liebhaber aufzusuchen. Pietro. Meine Männer suchen ihn bereits. Molto bene. Ezio. Gestattet ihr... Was gibt es? Rodrigo wurde von irgendjemandem gewarnt, sich von der Engelsburg fernzuhalten. Machiavelli? Habt ihr Beweise? No. Ein bloßer Verdacht darf uns nicht trennen. Die Borgia haben unsere Spione aufgedeckt. Wer verriet sie? Maestro Machiavelli erkundigte sich heute nach unserer Suche nach Pietro. Ezio? Das Leck stoppen. Die Angreifer eliminieren, damit sie nicht den Standort der Diebesgilde finden. Danach La Volpe begleiten, um die anderen gefährdeten Diebe zu retten. Akzeptieren. Mindestens 5 Gesundheitsquadrate behalten für volle Synchronisation. Pferd. Gnade mit dieser armen Seele. Madonna, damit habe ich nichts zu tun. Damit will ich nichts zu tun haben. Kein Kunde von dir. Da, tötet ihn! Hallo? Im Himmel. Ich sehe ihn! Da! Ah.
Lo, kannst du mal bitte? Danke. So. Ich kann nicht glauben, dass Machiavelli ein Verräter ist. Der Angriff auf die Villa, dann das Castello und jetzt das. Er steckt hinter alledem. Hi, hi, andiamo. Wir haben ihn verstanden. Jetzt beweg dich, der Wolpe. Der Part ist fast zu Ende. Ich will hier keinen Cliffhanger reinbauen müssen. Dein Arschlappe, los, 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 los. Andiamo! Da ist der! Fangt ihn ab! Vai, vai! Zack. Was konntet ihr herausfinden? Pietro soll heute Abend ermordet werden. Cesare schickt seinen Metzger. Hi, hi! Ruhig. Micheletto, der beste Mann in Roma. Niemand entkommt ihm. Bis heute Nacht. Kommt mit. Wait. Andiamo! Erst Roms Einkommen aufbessern. Und mehr Pferde. Hi, hi. Was jetzt mach hin? Ein Semi-Hütchen geht noch, aber ansonsten. Ich würde den Part ungern bearbeiten müssen. Etwas über Pietro herausgefunden? Der Mann ist ein Schauspieler und er tritt heute Nacht noch auf. Okay, ich muss jetzt leider einen Cliffhanger machen an der Stelle, aber der Part wird sonst zu lang. Deswegen würde ich sagen, das war's erstmal mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da, möge die Macht mit euch sein und tschüss.